Was gehört für Sie zu einem gelungenen freien Sonntag? Zu einem gelungenen freien Sonntag gehört morgens zeitig aufstehen, geschuldet meinem Sohn, und dann gemütlich den Tag verbringen mit meiner Familie. Wie alt wird denn die Gemeinde Schwanau in diesem Jahr? Jetzt erwischen Sie mich auf den falschen Fuß, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es recherchiert. Ich sag's Ihnen, 50 Jahre Eingemeindung. Vor 50 Jahren wurde die Ortsteil zusammengeschlossen. Nächste Frage. Beten Sie? Nein. Wofür haben Sie zuletzt gespendet und wie viel? Wofür habe ich zuletzt gespendet? Nur zu meinem eigenen Wohl derzeit. Also keine Hilfsorganisation. Ich investiere, wenn dann, meine Körperkraft. Was für ein Auto fahren Sie heute und was vielleicht in 15 Jahren? Ich fahre einen Geschäftswagen, einen BMW, einen 1er BMW, Diesel derzeit. Wir sind privat gerade am Schauen, ob wir umsteigen auf ein Elektrofahrzeug. Gut. Wann haben Sie das letzte Mal eine Vorschrift oder eine Regel missachtet und warum? Vorschrift oder Regel missachtet. Ich glaube, das letzte Mal, was ich eine Regel missachtet habe, ich habe mal meine Maske, wo die Maske kriegt, noch ganz zu früh abgezogen. Wer putzt bei Ihnen zu Hause das Bad? Teilen wir uns tatsächlich auf. Ich bin der Toilettenmann und meine Frau die Duschfrau in dem Fall. Worüber grübeln Sie denn nachts um 4 Uhr, wenn Sie wach sind? Was mich eigentlich so den Tag über beschäftigt hat. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Mein erstes Geld habe ich verdient mit bei der Firma Fürle mit Flaschen auffüllen. Das ist die Saftfabrik in Ottenheim. Genau. Wann haben Sie zum letzten Mal geweint? Bei der Geburt. Nein, stimmt gar nicht. Bei meiner kirchlichen Hochzeit und Taufe. Schön. Welche Persönlichkeit imponiert Ihnen? Persönlichkeit. Es gibt viele Persönlichkeiten, die mich imponieren. Ich folge jetzt aber keiner speziell. Also wer mich am meisten imponiert, ist tatsächlich, müsste ich eigentlich sagen, meine Mutter. Sie haben die Möglichkeit zu einer Zeitreise. Wohin geht's denn? Jetzt ist die Frage. Würde ich irgendwohin wollen? Also im Hier Also und Jetzt, im Hier und eigentlich im Jetzt Hier und Leben. Jetzt, weil was die Zukunft bringt, das möchte ich gar nicht wissen, das will ich erfahren. Und was vergangen ist, ist Geschichte. Das möchte ich auch nicht ändern. Und letzte Frage schon, was machen Sie als Erstes, wenn Sie gewählt werden? Das Erste, was ich mache, wenn ich gewählt werde, wahrscheinlich werde ich mit meiner Frau erstmal anstoßen.